Weihnachten steht vor der Tür und viele Menschen freuen sich auf den traditionellen Gänsebraten. Doch wie erkennt man wirklich frisches Geflügel im Supermarkt? Besonders bei Tiefkühlware ist es wichtig, auf einige Details zu achten, um die beste Qualität zu gewährleisten. Um frische Tiefkühlgänse zu erkennen, sollten Verbraucher auf das Etikett achten. Dort ist vermerkt, wann die Gans eingefroren wurde und wie lange sie noch verzehrt werden darf. Ein Zeitraum von 2 Jahren zwischen Einfrierdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum ist üblich. Achten Sie darauf, dass die Gänse nicht über der Stapelgrenze der Tiefkühltruhe liegen. Die Preise können ebenfalls ein Indikator sein. Gänse, die im Vorjahr eingefroren wurden, sind oft günstiger. Diese kosten im Schnitt 2 Euro weniger als frische deutsche Gänse, meist zwischen 4 und 5 Euro. Importierte Gänse, besonders aus Polen oder Ungarn, können ebenfalls günstiger sein. Fragen Sie im Zweifel nach der Herkunft. Bei der Lagerung von Gänsefleisch ist es wichtig, die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Bringen Sie die Gans in einer Kühltasche nach Hause. Einmal aufgetaut, sollte das Fleisch nicht erneut eingefroren werden. Das Auftauen sollte langsam im Kühlschrank erfolgen, idealerweise einen Tag vor der Zubereitung. Vermeiden Sie, dass das Fleisch neben anderen Lebensmitteln auftaut. Durch die Beachtung dieser Tipps können Verbraucher sicherstellen, dass sie frisches Geflügel für ihr Weihnachtsessen auswählen. Achten Sie auf Etiketten, Preise und die richtige Lagerung, um die Qualität und den Geschmack Ihres Gänsebratens zu sichern. Frohes Fest und guten Appetit!